Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Guide zu Fallout 76 hier auf den Nerdgedanken. Heute verrate ich euch, wie ihr an die schicken Fummel zum Bürgerkrieg kommt. Dafür müsst ihr in den Norden des Gebiets Savage Divide, brutale Teilung. Nee, Quatsch, Blödsinn, was erzähle ich denn euch da für einen Quark? Das ist natürlich nicht Savage Divide, sondern das giftige Tal, Toxic Valley. Wir befinden uns hier am Philippi-Soldatenfriedhof. Und solltet ihr mal irgendwie von unten, von Morgentown aus, in den Norden gelaufen sein, findet ihr das relativ einfach an der Straße. Und ich finde hier auch gleich mal Maulwurfsratten. Hallo, ihr hässlichen Viecher. Wir begeben uns dafür in dieses Gebäude herein. Civil War Museum beim Philippi Battlefield Cemetery. Schon wieder irgendwelche hässlichen Maulwurfsratten. Die mögen wir natürlich gar nicht. So, oder? Da sind doch noch irgendwo welche. Natürlich muss man hier erstmal aufräumen, bevor man irgendwelche Sachen looten kann. Ah, wusste ich doch, dass da noch eine ist. Plopp. Und weg mit dir. Der Witz bei diesem Museum ist, dass man die ganzen Sachen in den Vitrinen findet. Unter anderem die Konföderiertenuniform. Ihr könnt hier auch das Bürgerkriegskleid gleich mitnehmen. Und sollten die Vitrinen irgendwann mal geschlossen sein, gibt es hier Knöpfe, mit denen man sie auch wieder öffnen kann. Hier, diese roten Knöpfe einfach angrabbeln und das Zeug rausnehmen. So. Ihr findet hier übrigens auch noch den Bürgerkriegsanzug und einen schicken Zylinder. Das gibt dann eine richtig große Auswahl an Klamotten. Und natürlich die Nordstaaten-Uniform. So sehen die ganzen Sachen dann in-game aus. Hier habe ich euch erstmal die Konföderierten-Uniform angezogen. Das hier ist der Schick der Nordstaaten mit einem Rucksack auf dem Kreuz. Wenn ihr lieber als der gediegene Herr oder die gediegene Dame aus dem Bürgerkrieg unterwegs seid, gibt es hier den Zylinder und einen Bürgerkriegsanzug. Und das Ganze dann natürlich nochmal als die Ausgabe für die Dame von heute oder für den Herrn, der auf lustige Kleider mit ganz, ganz vielen Stoffschichten steht. Ist leider alles ein bisschen dreckig und schmutzig, aber hey, es sind immerhin Sachen aus zweiter Hand, die haben schon was weiß ich wie viele hundert Jahre überdauert. Dass die nicht mehr ganz taufrisch sind, dürfte einen natürlich nicht wundern. Gleichzeitig könnt ihr hier in diesem Museum auch noch Pulverwaffen finden. Solltet ihr also Waffenbauer sein und irgendwelche Modifikationen oder Pläne oder sonst irgendwas haben wollen, dann guckt euch doch mal hier auch in den anderen Vitrinen um. Die sind hier momentan leider geplündert. Irgendjemand wollte die Waffen, aber hat die Klamotten dagelassen. Gut für uns. Ich hoffe, dass dieser Guide euch ein bisschen helfen konnte, zu eurem Wunschoutfit zu gelangen. Wenn ihr irgendwas Spezielles sucht, sagt mir doch einfach mal Bescheid, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich mich auf die Suche und gucke, ob ich euch dazu einen schicken Guide machen kann. Danke fürs Reinschauen, ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß beim Spiel und wir sehen uns entweder beim Let's Play zu Fallout 76 oder zu anderen Guides. Macht's gut, ihr Lieben, und tschüss!